Ein Reifen nimmt keine Temperatur mehr auf oder ein Reifen ist verbrannt. Was bedeutet das? Hallo zusammen und willkommen zur dritten Folge unserer kleinen Serie. Auch hier erwähne ich nochmal die Playlist Basic Talk. Mit dieser Playlist hat dieser ganze Channel eigentlich angefangen, wo wir über technische Details sprechen und über Funktionsweisen von einzelnen Bauteilen von Autos. In dieser kleinen Serie beziehungsweise in dieser dritten Folge hier der kleinen Reifenserie sprechen wir über den Aufbau der unterschiedlichen Reifen. Es gibt Straßenreifen, es gibt Semislicks, es gibt extra Regenreifen, die in diversen Cups oder Rennserien gefahren werden. In unserer Rennserie, wo der Malte und ich fahren, in unserem BMW 3 STI Cup, dürfen wir zum Beispiel nur Semislicks fahren, egal zu welcher Wetterbedingung oder unter welcher Wetterbedingung. Und da werden wir mal über den Unterschied sprechen, was bedeutet Semi-, Straßen- oder Regenreifen und wie sind die aufgebaut? Was bedeutet eine harte Flanke? Harte Flanke oder weiche Flanken habe ich jetzt relativ oft in den ersten beiden Videos erwähnt. Falls ihr die noch nicht geschaut habt, schaut in der Beschreibung nach, dort ist der Link, oder im Laufe des Videos wird hier eine Infokarte aufpoppen, wo ihr euch das Video dann im Nachgang anschauen könnt. Wir haben explizit über Temperaturen gesprochen, Reifentemperatur, was ihr dafür braucht und was das bedeutet, wie man das am besten misst. Und über den Reifendruck. Zwei super, super wichtige Parameter, um Infos über eure Fahrweise zu bekommen, über die Achsgeometrie, was könnt ihr, solltet ihr vielleicht ändern und wie sieht ein gutes und ein schlechtes Reifenbild aus. So, hier sehen wir einen stinknormalen Straßenreifen. Auf unserem Motorsport-Channel eine relativ unspektakuläre und relativ uninteressante Geschichte. Was will ich euch hier zeigen? Wir haben sehr viel Negativfläche. Negativfläche bedeutet, wenn wir den Reifen einmal plan betrachten, haben wir natürlich Aussparung und irgendwo fehlt natürlich ein bisschen Gummi. Da sprechen wir von einer Negativfläche. Davon haben wir ziemlich viel. Was bedeutet das? Kontra weniger Positivfläche, sprich weniger Auflagefläche und Kontaktfläche zwischen Asphalt und Reifen, heißt weniger Grip. Ganz simpel. Ja, je mehr aufliegt, desto höher ist euer Grip-Level. Aber je mehr Negativanteile ihr habt, desto besser ist die Wasserverdrängung, was im normalen Straßenverkehr ja deutlich wichtiger ist als das Grip-Level, weil ihr fahrt das Ding ja nicht am Limit. Zumindest solltet ihr es nicht am Limit fahren, dafür gibt es Rennstrecken. Auch ganz wichtig, was ihr seht, in Längsrichtung habt ihr einmal ganz viel Negativanteil, aber die Positivanteile, die einzelnen Elemente hier, haben auch immer quer zur Fahrtrichtung eine Durchbrechung. Das heißt, die sind von vorne bis hinten durchbrochen. Warum? Damit das Wasser nämlich immer verdrängt werden kann. Immer verdrängt in einem Negativpunkt, wo das Wasser dann abfließen kann oder hier eben nach außen abfließen kann. Und das macht halt einen, ja nicht Regenreifen, aber einen normalen Reifen aus. Und zwar liegt da der Fokus darauf, dass man Aquaplaning verhindert. Ich will gar nicht viel weiter darüber sprechen, denn jetzt kommt der interessante Part. Ein Semislick. Hier habe ich jetzt bewusst nicht unseren Rennreifen von unserem 3/18 TI Cup genommen, weil das Reifenbild grottig aussieht. Hier haben wir ein sehr schönes, homogenes Reifenbild, was wirklich für eine gute Achsgeometrie spricht. Aber was ich euch eigentlich erzählen will, ist die Kontur. Hier seht ihr, dass die Negativanteile viel geringer sind, prozentual deutlich weniger. Ihr seht, dass die Blöcke dazwischen schmaler sind, hier teilweise gar nicht vorhanden. Und dieser kleine Schlitz hier sogar, der sorgt überhaupt nicht dafür, dass man Wasser abträgt, sondern sorgt fürs Temperaturmanagement, dass man die einzelnen Parteien trennt und somit für ein besseres Temperaturmanagement sorgt. Und ihr seht auch, dass die Queranteile nie durchgängig sind, sondern nur quasi angedeutet. Warum? Diese müssen vorhanden sein, damit das Auto eine Straßenzulassung bekommt, beziehungsweise damit wir eine E-Nummer auf diesem Reifen haben und den überhaupt auf der Straße fahren dürfen. Im Regen funktioniert dieser Reifen trotzdem nicht gut, dafür aber umso besser bei trockenen Bedingungen. Dazu kommt noch ein weiterer Unterschied, und zwar die Flanke. Das seht ihr jetzt nicht, aber die Flanke baut dicker auf, ist verstärkt und ist deutlich härter. Eine härtere Flanke sorgt dafür, dass ihr mit geringerem Luftdruck fahren könnt. Ich hatte in dem letzten Video über den Luftdruck gesprochen und darüber, dass man im kalten Zustand mit geringem Luftdruck losfährt, damit man dann den Betriebsdruck erreicht. Dieser Reifen lässt zu, dass ihr mit einem noch geringeren Luftdruck fahrt. Er gleicht quasi das Walken durch die harte Flanke aus. Wenn ihr mit extrem geringem Luftdruck fahrt,
kann der Reifen das dennoch ab, weil die Flanke das sozusagen auffängt und das Walken noch im Rahmen ist. Wenn ihr das mit einem Straßenreifen macht, ist es so, wie wenn ihr mit einem Platten mit dem Fahrrad fahrt. Das Ding wird tatsächlich super platt und die Flanke kann brechen. Hier drin ist eine Struktur, je nach Reifenhersteller unterschiedlich. Teilweise sind da Drähte drin, teilweise ist da so ein Kordgeflecht drin, liegt auch an der Temperatur, klar, Draht wird warm, ist auch schwer. Ne? Gewicht ist natürlich auch immer ein Thema im Motorsport, da gibt es unterschiedliche Strukturen, nur Gummi, Kordgeflecht, Draht, anderes Gewebe und eben dieses Gewebe kann brechen, wenn ihr zu wenig Luftdruck habt und ihr das Ganze zu sehr platt drückt durch die Kräfte in der Kurve in Kombination mit zu wenig Reifendruck. Dagegen wirkt eine härtere Flanke und bringt ein bisschen Steifigkeit. Nicht zu viel Steifigkeit, denn es ist okay, wenn der Reifen ein bisschen auf der Felge arbeitet. Und das wollen wir auch. Deswegen fahren wir nicht mit 2,5 Bar Betriebsdruck. Nachteil des Ganzen ist die Geräuschkulisse. Die Geräuschkulisse ist teilweise heftig, denn je härter so ein Reifen ist, desto mehr Geräusche werden übertragen und daher habt ihr keinen Komfort mehr im Auto und in der Regel hält so ein Semislick nicht so lange, was allerdings an der Gummimischung liegt. So ein Semislick ist in der Regel deutlich weicher als ein Straßenreifen, dementsprechend hält er nicht so lange, bringt aber das nötige Grip-Level auf, was für uns ja viel wichtiger ist als die Haltbarkeit. Ja. Dann haben wir was ganz Besonderes hier. Eine Felge von unserem GT3 Cup Rennfahrzeug, eine 997 Porsche. Und das hier, übrigens zu dem Auto gibt es hier auch ein Video auf diesem Channel hier, wo wir das Auto einmal vorstellen von TC Motorsport Events. Das Auto, da könnt ihr auch mitfahren tatsächlich, wenn wir Trackdays veranstalten. Für mich eine super, super besondere Geschichte, ist ein Siegerauto. Schaut euch das Video mal an, wenn ihr Zeit habt. Jedenfalls ist das hier ein Regenreifen, ein reiner Regenreifen für die Rennstrecke und hier seht ihr wirklich wieder viel Negativanteil und nach außen, um das Wasser gut abzutragen und könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber extrem, extrem weich. Warum? Weil wir niemals in den Temperaturbereich kommen, dass die Klebstoffe sich loslösen. Sprich, der Reifen wird ja permanent runtergekühlt durch den Regen, daher muss er schon grundsätzlich deutlich weicher sein als andere Reifen. Als Pendant dazu haben wir natürlich Vollslicks, aber die sind gerade auf dem Auto und sind derzeit montiert, daher kann ich euch die nicht zeigen. Aber gut, Vollslicks, könnt ihr euch denken, kein Negativanteil, komplett plane Fläche und super viel Auflagefläche und super viel Grip, wenn das Ding auf Temperatur ist. Hier auch richtig sexy mit einem Zentralverschluss, damit das beim Boxenstopp super schnell geht. So, was ich euch jetzt erklären möchte, das zeige ich euch am besten. Ja, an benutzten Reifen, stark benutzten Reifen. So, da sind sie wieder, die Reifen von unserem kleinen Rennauto, den 318 Ti, wo es, by the way, auch eine eigene Playlist gibt, wenn ihr euch dafür interessiert, was wir so machen. Wir haben die volle Dokumentation vom Aufbau des Autos, Rennlizenz, erste Trainings und so weiter in der Playlist Racing. Das nur nebenbei. Also, was ich euch erklären möchte, ist diese Aussage, ein Reifen nimmt keine Temperatur mehr auf oder ein Reifen ist verbrannt. Was bedeutet das? Die Reifentemperatur, darum ging es in der ersten Folge, die messt ihr an der Oberfläche. Jetzt kann es sein, dass ihr eine extrem hohe Reifentemperatur habt, aber euer Reifen trotzdem schmiert. Nicht rubbelt, sondern schmiert. Das Rubbeln war ja, wenn wir zu hohen Reifendruck haben. Das Schmieren bedeutet, dass wirklich die Oberfläche hier schmierig wird. Naja, es fängt an, sanft auszubrechen und ihr verliert Grip auf eine relativ sanfte Weise. Was bedeutet das? Die Hitze baut sich auf, allerdings nicht dort, wo wir sie haben wollen. Es gibt drei Bereiche. Die Oberfläche, den Kern des Reifens, mit Kern meine ich wirklich noch im Querschnitt das Gummi, und die Luft darin. Die Luft darin ist uns egal. Also nein, die ist uns nicht egal. Die messen wir, beziehungsweise wichtige Parameter ist der Druck und nicht die Temperatur. Die Temperatur ist nur wichtig, wenn wir über den Reifen an sich sprechen. Ihr könnt nur die Oberfläche messen. Aber wie bereits vorhin erwähnt, es kann sein, dass die Oberfläche extrem heiß ist, der Kern aber nicht. Wie merkt ihr das? Sie ist heiß und der Reifen schmiert trotzdem bei passendem Druck. Man sieht es auch am Reifenbild. Das heißt, hier seht ihr ja, dass der Reifen hier überall ziemlich verbrannt aussieht und benutzt, was allerdings in Ordnung ist. Ihr seht über die ganze Lauffläche
ja, das sieht hier aus, als wenn ihr da irgendwie mit dem Feuer drüber gegangen seid. Und das ist normal, tatsächlich. Da schreckt nicht zurück, wenn euer Reifen so aussieht, das ist in Ordnung. Aber ihr könnt sehen, wenn der Reifen bläulich wird und eine klar getrennte Schicht hat. Das heißt, ich sag mal, so eine hauchdünne Schicht von dem verbrannten und dem normalen Reifen, die wirklich davon losgelöst aussieht und extrem, extrem hart wird. Wenn ich jetzt hier mit dem Finger reinsteche, ist das Ganze noch eigentlich genauso weich wie an der Flanke. Wenn euer Reifen verbrannt ist und eine extreme Hitze entwickelt auf der Oberfläche, dann wird diese kleine Schicht, die, das sieht man auch mit dem bloßen Auge, dass die sich irgendwie optisch trennt von dem eigentlichen Reifen. Oben extrem hart, sobald sie runterkühlt, und unten ist euer Reifen mit so einer Flanke, ist ja noch relativ weich. Das deutet darauf hin, dass ihr A, euer Reifen entweder überfahrt, oder B, und das ist noch viel wahrscheinlicher, dass euer Reifen keine Temperatur mehr mag. Ein Reifen hat ein gewisses Kontingent an Wechselbelastungen, die er verträgt. Dieses Kontingent kann ich euch nicht sagen. Semislicks können relativ viel ab, aber was meine ich damit? Wechselbelastung. Euer Reifen wird extrem heiß auf der Rennstrecke, kühlt dann wieder ab, wird wieder extrem heiß und kühlt wieder ab. Diese Belastung kann ein Reifen je nach Alter nur x-mal ab. Die Anzahl ist relativ hoch, aber ihr könnt das Ganze beschleunigen, dass er das nicht mehr ab kann, wenn euer Reifen alt ist, lange in der Sonne steht, Frost abkriegt oder montiert ewig steht, über ein, zwei Jahre oder sowas. Dann beschleunigt ihr diesen Prozess, dass er das irgendwann nicht mehr ab kann. Das heißt, der Kern nimmt die Temperatur nicht mehr auf. Wenn der Kern die Temperatur nicht aufnimmt, was passiert? Die Klebstoffe dringen nicht mehr an die Oberfläche. Ihr braucht diese Betriebstemperatur, damit die Klebstoffe an die Oberfläche kommen und der Reifen seinen maximalen Wirkungsgrad erreicht. Ist das nicht der Fall? Wird er oben heiß, der Kern nicht, die Klebstoffe bleiben, wo sie sind, und das Ganze verhärtet oben und es wird von Mal zu Mal schlimmer, dann könnt ihr euren Reifen eigentlich wegschmeißen. Nächster Punkt. Flanke. Entschuldigt bitte diese nicht so schöne Felge, aber wir müssen tatsächlich diese Borbet-Felgen fahren. Die sind vom Cap-Reglement vorgeschrieben. Daher, naja. Flanke. Eine... Nee, über die Flanke haben wir schon gesprochen, oder? Ja klar. Doch, haben wir. Ich muss mal kurz auf meinen Stichpunktzettel schauen. Na klar, haben wir über die Flanke schon gesprochen. Und dass sie brechen kann. Sorry. Nee, dann sind wir jetzt eigentlich durch. Ich glaube, das ist die letzte Folge. Es sei denn, in den Kommentaren gibt es Anregungen, Fragen, ungeklärte Dinge. Schreibt mir einfach und haut's in die Kommentare und dann machen wir vielleicht eine vierte, fünfte, sechste Folge daraus. Und ihr könnt auch mal vorschlagen, was wir uns als nächstes vornehmen sollen für unseren Basic Talk. Es geht mit den anderen Videos natürlich wie immer normal weiter. Und wenn ihr Anregungen, Ergänzungen, Fragen, Wünsche habt, schreibt's bitte in die Kommentare. Ich werde zusehen, euch alle, fast alle Wünsche zu erfüllen. Alles klar, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!